Dieses Spiel macht mich einfach fertig. Hi und willkommen zu einer weiteren Folge der Legacy Challenge. Im letzten Part war, war Weihnachten und ja, in Sims ist heute nicht mehr Weihnachten. In Real Life wäre heute der zweite Weihnachtstag. Aber wir müssen uns jetzt auf Silvester wieder vorbereiten. Das heißt, die ganze Weihnachtsdeko muss runter. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, nur für diese 5 Minuten Weihnachten. Aber gut, gibt es Silvester-Deko? Das frage ich mich jetzt. Dakota, du bist ja unsere Deko-Tante. Nach Winter-Deko. Winter... What? Nach Wind? Das google ich jetzt. Winter-Deko. Das gibt's nicht. Ich habe einen Tippfehler gefunden. Lol. GG. Okay. Ich lasse hier einfach mal nach Winter-Deko wühlen. Daniel und die Siege sind soeben gute Freunde geworden. Okay, ich glaube, wir finden hier nichts, aber fürs Geld machen wir ein paar Mal rumwühlen und so. Muffin, hallo Muffin. Wir müssen uns ein bisschen um Muffin kümmern. Muffin tut mir sehr leid. Leckerchen geben fürs... Oh nein, sie sind die Ta... Sie ist in die Kacke getreten. Oh Mann, das habe ich noch nie gesehen. Hä? Was macht denn Daniel jetzt? Und was ist mit Digge Digge? Digge Digge, wenn du müde bist, dann geh doch schlafen. Du hast hier sogar 2 Betten. Aber du entscheidest dich, hier auf dem Boden zu schlafen. Einfach für die Aufmerksamkeit. Ein paar Mal rumwühlen. Daniel, du kannst klar... Ich glaube, die können nochmal Geschenke öffnen. Oh. Hä? Der verschläft einfach. Geh doch zur Arbeit. Herr Leo ist nicht zur Arbeit gegangen, wenn er zu oft fehlt. Hä? Zitrin. Was ist denn das, Daniel? What is this? Oh mein Gott, ich liebe Zitrin. Also, ich habe Zitrin als kleine Steine und auch einmal als Ring. Und den Ring habe ich immer am Finger. Ich liebe ihn. Allgemein, ich liebe Kristalle und Edelsteine. Das ist auch so ein Thema. Ist nicht jeder ein Fan von? Ich schon. Sammelt jemand von euch Edelsteine? Koji, bitte geh nach Hause. Bitte. Danke. Während alle schlafen, kann ich hier die Weihnachtsdeko wegräumen. Das mache ich natürlich offscreen. Ich glaube, ich werde auch direkt für Silvester dekorieren, falls es da irgendwie Deko gibt. So, ich habe das ganze Geld verbraucht und man sieht, ich habe hier unten gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht für Silvester dekoriert, aber ich habe hier ein bisschen das Haus eingerichtet mit dem Geld, was ich hatte. Und es sieht jetzt ein bisschen voller aus, ein bisschen besser als davor. Und ich habe das Zimmer verbessert, weiß ich nicht. Also es soll so ein Kinderzimmer, Kinderfähigkeiten-Aufbauzimmer sein. Und ich finde, es ist mir ziemlich gelungen. Puzzleboden, ja. Aber für Kinder ist das, glaube ich, ein Traum. Sowas hätte ich auch gerne als Kind gehabt. Hatte ich aber nicht Zeit, okay. Diesen Balkon habe ich für Dakota gemacht, damit sie ein bisschen Yoga machen kann. Einfach ein Balkon, sie kann sich mit Yoga beschäftigen, mit Meditation. Und sonst habe ich halt echt nichts gemacht. Oh mein Gott, Patina ist alt geworden. Oh mein Gott. Bald fangen alle Leute an zu sterben. Das ist auch ein Senior, das ist auch ein Senior. Oh mein Gott. Die werden alle anfangen zu sterben. Daniel ist hier schön am Putzen und am Saubermachen. Oh mein Gott, Elena, ich gebe dir endlich mal ein Umstyling. Stimmt, das ist der Typ, der Dakota immer anmacht. Elena, die ist eigentlich auch richtig, richtig hübsch. Aber sie sollte auch irgendwann mal älter werden, oder nicht? Und jetzt mit dem Skin sieht sie aus wie, I don't know, 18. Okay, das Alltagsoutfit finde ich süß. Das ist ja auch so eine Mutti. Ich finde, das steht ihr richtig gut. Und die Haare sind süß. Das ist auf jeden Fall eine Cute. Wie sieht's aus mit den Kindern? Was haben die für Outfits? Ich könnte ja nett sein und ein bisschen die schöner machen. So, ich bin fertig mit der Familie Braun. Das ist unsere Elena. Ich finde sie richtig cute. Dann ist das die Tochter, Julia. Ich zeige nur die Alltagsoutfits, weil ist eh langweilig. Wenn wir die sehen irgendwo in der Welt, okay, cool, cute. Aber ja, ich habe auch viel zu lange gerade gebraucht dafür. Das übersehen wir nicht. Und die habe ich so gelassen, weil die altert eh bestimmt morgen oder so. Und den Vater habe ich einfach so gelassen, weil ich finde den cool. Okay, spielen. Ich hoffe, das wird jetzt gespeichert. Du. Nein! Oh mein Gott. What is this? What? Überfordert. Speichern und zur Welt verwalten gehen. Oh mein Gott. Sag mir nicht, es hat nicht gespeichert. Bitte, bitte. Okay, es wurde gespeichert. Ich hatte so Angst. Oh. Leo ist zurück und er wurde befördert. Er verdient jetzt 73 Simoleons pro Stunde und wir haben einen Bonus von 760 Simoleons bekommen. Und wir haben den Hipster-Hugger bekommen. Und ich glaube, der ist dead. Inside and outside. Digi Digi geht's auch super. Du kannst hier das, was auf dem Boden liegt, essen. Tut mir leid. Meinen kleinen Kindern geht's immer super in Sims. Oh Mann, sie isst einfach irgendwas, was auf dem Boden lag. Lukas Braun möchte vorbeikommen. Yes! Hä? Hä? Hä?
Okay. Schlafen? Ach, man kann hier sogar schlafen. Oh, Nugget. Nugget kackt da nicht rein, oder? Der kackt nicht da rein. Hallo? Kackt er rein? Hallo? Nee, der sitzt nur. Och, Mann. Es sah einfach so... Ach, nee. Es sah halt echt so aus, als würde da reinscheißen. Ach, den Kindern geht's immer super. Das finde ich schön. Leo, hä? Wäsche machen. Hä? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Wieso geht er sich jetzt einen Kaffee holen? Der soll hier die Wäsche machen. Ja! Der Koda wurde auch befördert. Sie kriegt jetzt 101 Simoleon pro Stunde. Und wir haben 1165 Simoleons bekommen. Und einen Musikpreis hat sie... Wow. Wow, Coder. Was sie aber machen könnte, wäre... Hier, Lied schreiben. Der Typ ist ein bisschen verwirrt. Oh Mann, dass die Katzen auch schon alt sind. Hä? Hä, wieso schläft? Was ist denn mit dem Typen los? Und Dege Dege backt sich weg. Hä, was ist denn mit ihren Armen los? Die ist so steif irgendwie. Jetzt. Nein. Das kann ich nicht erstmal. Was ist das? Dege Dege ist sehr hungrig. Was soll ich machen, Dege Dege? Hä, wieso ist sie jetzt wieder oben? Oh mein Gott. Wie das einfach aussieht. Dieses Spiel macht mich einfach fertig. Und dann backt sie sich weg. Wann wird denn die älter? Ich kann es kaum erwarten, dass sie älter wird. Morgen. Digi Digi und Digi Digi haben morgen Geburtstag. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das arme Kind wird ja komplett vernachlässigt. Und was ist Daniels Mission hier? Hat sich Digi Digi da eingepisst? Boah, wie lang braucht ein Decoder? Hä, das dauert ja richtig lang. Oh nein. Dieses Kind ist einfach traumatisiert. Oh mein Gott. Es ist einfach so traumatisiert, dass es mit offenen Augen schläft. Es tut mir leid. Was? Was ist das? Ja, und er trinkt wieder seinen Kaffee. Wieso sollte man um 3 Uhr morgens schlafen, wenn man auch Kaffee trinken kann? Und den trinkt er wahrscheinlich aus voller Verzweiflung. Decoder spielt hier ein bisschen. Ich glaube, die Kaffeemaschine muss ich auch irgendwann verkaufen. Die triggert mich auch nur noch. Hä? Hä? Was? What is happening? Hä? Nein! Nein, wo? Wo? Hä, wo? Nein! Nein! Vor allem neben Decoder und sie juckt es gar nicht. Jetzt ist Dege Säge da und ist dabei? Das kann... Oh, na gut. Das kann ich nicht ernst meinen. Decoder spielt weiter. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Vor allem, ich sag vorhin noch, ja, die sind alt. Oh, nein. Oh. Decoder hat soeben mein Lied auf dem Instrument beendet. Gib deinem neuen Lied einen Namen. Decoder hat gerade ein Lied zu Ende geschrieben. Wie möchtest du es nennen? Tragisches Ende. Feier den Geburtstag von Dege Säge mit einer wilden Geburtstagsparty. Die Wäsche triggert mich schon. Die triggert mich so sehr. Was ist das denn? Jetzt kann er wieder fleißig arbeiten. Und Silvester beginnt morgen. Feiertagsobjekte anzeigen? Krasse Feiertagsobjekte. Hä, das sind doch... Was ist das denn? Cool. Stimmt, ich wollte ja immer irgendwas hier reinschreiben. Gut. Der Geist von Akira schwindet. Wer die Stream Legacy guckt, weiß, wer Akira ist. Hä? Das kann sie nicht ernst meinen. Das kann sie nicht ernst meinen. Digi Digi ist älter geworden. Yay. Ja, schade. Keine Geburtstagsparty für Digi Digi. Das erste Merkmal ist... Kleptomanisch. Okay, Digi Digi steckt gerne mal ein paar Sachen ein. Das ist ja super. Hallo, Digi Digi. Bist du noch immer verbuggt? Nee, aber...
oder doch? Sie ist noch verbuggt und noch traurig. Was ist denn das mit ihren Armen? Das sieht halt so bescheuert aus. Ein Umstyling kriegen die beiden dann erst in der nächsten Folge. Es soll ja spannend bleiben. Ihr sollt euch ja auf die nächste Folge freuen. Schneller, Leo! Wieso ist die Musik hier an? Geburtstagskerzen hinzufügen und Digge, Digge, wo bist du? Komm, schnell! Gigi! Wir haben Perfektionistin. Und das zweite Merkmal ist... Gut, oh mein Gott, wie süß ist ein Degesäge. Ich glaube, sie möchte eine Familie mit einer erfolgreichen Abstammung haben. Und, wie sieht sie aus? Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.